So, dann machen wir uns mal auf die Socken mit Sokolov. Nachdem wir Testsubjekt 312 besiegt haben, sind wir jetzt in Folge 3.1. Wow. Wow. Zu zweit. Perfekt. So, jetzt müssen wir den runterbringen. Ich muss bei solchen Zahlenkombinationen irgendwie immer an Spezies 8472 aus Star Trek Voyager denken. Tut mir leid, da bin ich. Ich muss an Hitman denken, wenn du gerade so anfängst. Ja, Agent 47. Auch nicht schlecht. So. Nicht über die Kette? Also ich weiß nicht, kannst du... Kann ich mit dem in der Hand? Wie soll ich... Wo ist denn die Kette? Wo hast du gerade angesehen? Hinter dir, also oben rauf. Oben? Rechts? Nochmal rechts? Nein. Außerhalb? Links? Hinter dir. Wenn was? Links. Ja. An der Treppe vorbei. Hä? Oben links, da wo wir hergekommen sind. Das ist rechts gewesen. Hast du mich verarscht? Da. Ach, da hinten lang. Oh, Mann, ey. Machst mich alle. Und da links ist die Kette. Gib da. Mal, gib mal Kette. Na, ob das klappt? Hui. Wie macht er das jetzt gerade? War so klar. Dankeschön, Fabian. Danke. Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Hä, hey, wieso sind jetzt da fünf? Ich hab doch eben noch... Du hast zweimal gespeichert. Ja, aber da waren es vier. Wir hatten zwei, dann hatten wir drei und dann hatten wir vier. Ah, ist egal. Ich probiere jetzt mal den aus. Wird schon stimmen. Das ist jetzt Speicher, wo du an der Kette hängst. Ja, ja, genau. Nee, das hat geklappt. Okay, die Kette, no. No, no, no. Kannst du direkt runter teleportieren oder geht das auch nicht? Also probier es mal hier im Trocknen einfach mal zu teleportieren oder ob der Sokolov zurücklässt. Nö, das geht. Wo müssen wir hin? Wir müssen da runter. Komm ich da rüber irgendwie? Ja. Wir haben ja zum Glück teleportieren zwei. Yay! So, lass mal die Mana wieder aufladen. Ich kann mal ganz kurz gucken, was hier abgeht. Da ist noch was drin, Geld. Und wir haben ja alle Boon und Rome. Boon Charms, ja. Du hast auch eine ganze Menge Boon Charms. Ja, heute besonders. Ne, brauche ich ja gar nicht. Ich habe ja das 12. Achso. Das will ich haben. So, das nehmen wir mit. Oh, guck mal, ein schönes Gemälde. Ja, dasselbe, was überall hängt. Ne? Naja, ist so ein bisschen... Oh, außer für Zahlencodes, die wir nicht rauskriegen, weil wir zu klein sind. Aber ist ein bisschen... Oh mein... Ja, Entschuldigung. Da war noch eine Truhe. Links. Rechts, Entschuldigung. Nein, links. Links. Da. Da unten? Ja. Aber da ist ja gar nichts drin. Ich hab doch Sepia an. Ja. Okay, das hab ich wieder vergessen. Denk doch mal nach. So, die sind tot. Da, oh, ein Tresor. Safe. Ah, ich mag die nicht. Da, ah, nee, den kannst du einfach so aufmachen. Einfach so öffnen, safe. Ja. Und da ist drinnen, sag's, eine Juwelenbox. 150. 100. Wir müssten endlich mal um irgendetwas werten. Ja, ich bin ansteckend, Dennis. Ja, ich kann auch nicht mehr reden. So, hier ist ein Klo, das ist schon mal gut. Ja, das ist nicht so. Komm ich irgendwie nicht durch? Dann probier es lieber ohne. Mhm. Oh, ist echt lustig, wie wir mit ohne Mana hier die ganze Zeit rumrennen. Ups, das wollte ich gar nicht. Aber jetzt warte mal kurz. Ja, ich bin ja nicht von vorgestern. Kannst du ja auch. Ja. Dann würden wir ja die Mission schon beenden, ne? Hä? Wie vorgestern? Meinst du? Achso, die Mission. Ich habe gerade versucht, temporal logisch darüber nachzudenken, warum wir, wenn wir von vorgestern sind, die Mission beenden. Ach so. Ja, es war ganz kurz so. Ich habe ein bisschen zu kompliziert gedacht. Soll ich mich da mal direkt runter? Wir müssen ja zum Boot irgendwie. Ja. Soll ich nochmal kurz gucken? Hier von mir. Ja. Ja, die stehen da alle, deswegen wollte ich da jetzt für irgendwie runter. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Ja, mach das. Weißt du was? Ich mache das. Wuisch. Das war mal der längste Telefon. Da ist Samuel unter der Brücke, wir können hier nochmal um die Ecke gucken. Och, wir haben Bodenschaum vergessen. Das war der im ersten Bereich. Ja. Okay. Passiert. Weißt du was, bei Bodenschaums, da lasse ich nochmal ein Auge zudrücken. Jetzt kommen wir hier nicht so. Ich muss gerade meinen Sammeltrieb unterdrücken. Also ich lege hiermit Kraft von alles. Nein, tu es nicht. Ich habe fest, dass das kein erzwungenermaßenes 100% Let's Play ist. So, ich habe es gesagt. Aha. Okay, und er fährt jetzt alleine oder was? Und wir bleiben da. Nee. Ja, Bodenschaum. Dreck. Oh so. Nein! Auch noch ein Painting vergessen. Oh Gott. No! Ist alles überhaupt nicht schlimm. Und auch noch drei Zivilisten getötet. Ist
alles überhaupt nicht schlimm. Vor allen Dingen die Zivilisation Replay Mission. Ja, bitte. Du kannst sie gerne hinter der Kamera, wenn wir nicht aufnehmen, nochmal spielen. Das macht doch gar keinen Spaß. Da kann ich ja keinen Zuschauer damit quälen. Wenn keiner zuguckt, ist es langweilig. Richtig. Da hast du recht. Wie konnten wir früher nur Videospiele spielen, ohne dass einer zugeguckt hat? Ach, stimmt, das ging. Es macht trotzdem Spaß. Wir haben immer unsere Eltern getrunken. Ja. Mama, hast du das gesehen? Ja, toll. Mama, guck mal, bei Doom-Ziegen, die fliegen die Köpfe weg. Ah, voll toll. They set up a cell for Sokolov in the old kennel. Shackles and everything. It'll be a shock. He will. Him waking up is in Stroh und altem Hundekot. Yes, we all have it back. Besser als unter so einem Schock aufzuwachen, wie es der Attila wahrscheinlich. Ja, ja. Das ist schlecht. Tut mir leid, also die beiden sehen eher aus wie Bösewichte. Ja, die sind bestimmt böse. Die wollen es doch bestimmt irgendwie uns auch noch verarschen. Die haben Schwerter. Well done. Well done. Also wer mich zweimal lobt, der kann ja böse sein. Ja, hebt sich ja gegenseitig auf. Echt. Du bist gut. Oh Gott, du hast gesagt, ich bin gut. Soon we won't have to hide in the shadows. The royal physician is brilliant, but he was a fool to protect the Lord Regent. Sokolov gave us the elixir, the war machine. He could have made us a great. Schon geht's weiter. Nichts passiert. You have my thanks, sir. Also Sokolov hätte uns viel tollere Dinge bringen können als Kriegsmaschinen und das Elixier. Das Elixier ist ja schon ganz nett, ne? Aber willst du gleich schlafen? Ja, wollen wir machen. Komm. Oder du kannst Emily gute Nacht sagen. Ja, ich sag ihr gute Nacht. Ich glaube, in Wirklichkeit geht jetzt Corvo erstmal zu dem Dienstmädchen und zeigt, was er von Dienstmädchen erzählt. Nein, er sagt ihr gute Nacht. Ich habe auch nicht zu Emily gesagt. Dass du gleich wieder denkst. So, jetzt müssen wir ihn überzeugen, zu corporaten. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir könnten uns jetzt. Wir haben auch nur. Wir wollten zwei, den Rattenschwarm wollten wir haben, ne? Also brauchen wir noch einen. Ja. Na gut. Dann können wir. Moment, wir haben immer ein Problem, also ich besonders mit Ratten, und wir wollen die jetzt beschwören können. Natürlich. Aber ich meine, guck mal, es ist Batmans Motto: mache deine größte Angst zu der größten Angst deiner Feinde. Ist ein bisschen beklopptes Motto, aber machen wir genauso. Wir hassen Ratten und wir beschwören Ratten, die Gegner angreifen. Das heißt also, Batman tötet immer die Eltern seiner Feinde? Das wäre ziemlich intelligent, aber nein, er hetzt ihnen Fledermäuse auf den Hals. Kannst du zum Spiel mal? Ach Gott, heute ist mein Kopf nicht funktional. Was möchtest du sagen? Das Herz kurz anmachen, vielleicht sind da wieder Runen gespawnt. Meinst du echt? Okay. Bone Charm! Ich würde jetzt aber trotzdem erstmal unser Mana-Vorrat auffüllen. Also. Oh, wir haben ja jetzt auch dieses für die Füße. Wir haben dieses für die Füße, was haben wir? Wir haben die Skizze eingesammelt für gepolsterte Sohlen. Da. Ah, Boots Stealth. Meine ich doch. Stealth, okay, Upgrades. Gucken wir mal, was wir hier haben. Upgrades? Nehmen wir gleich. Upgrades, ich hab zu oft Nick zugehört beim Spiel. Boots Stealth 2, wollen wir das, also für, ja. Ja. Also ist schon ganz geil. So. Gut, jetzt kaufe ich aber. Nein, ich hätte zurückgeben müssen. Jetzt können wir Leute ins Gesicht treten und sie hören das nicht. Die merken das. Die hören das nicht, die merken es höchstens. Nee, nicht mal das ist so gepolstert. Okay, dann bringt es ja überhaupt nichts. Toll. So, jetzt Entschuldigung, dass ich das nochmal machen muss hier. Ich möchte jetzt mal ein bisschen. Wir kaufen uns wirklich Elixiere. Ja, ich hätte jetzt nicht mal gedacht, dass das jemals passt. Ich kaufe jetzt mal so, dass wir 5 haben. Ja. Das sollte dann weichen reichen. Kann ich mal einmal wieder auffüllen. Wie war das? Hier so, zack. Wir hatten schon so lange kein Elixier mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Wobei, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Wenn wir einschlafen, wird die bestimmt Fresse, wieder voll. Fresse halten. Fresse? Fresse halten. Okay, dann sammel Bone Jam ein. Dann halte ich Fresse. Hier. Da. Einfach straight durch die Tür. Ich versuch's. Ob ich das hinkriege, könnte schwierig werden. Oh. Ja, sag ich ja. So. So weit waren wir noch nicht draußen. Aha, also wir dürfen keine verlassenen Gegenden looten. Machen wir doch auch gar nicht. Wir gehen immer dahin, wo Leute sind, bringen die um und looten dann. Oh, wo wir jetzt wohl hinkommen? Abandoned apartment key needed. Ja. Mach mal Sepia Vision an, vielleicht ist der. Vielleicht liegt der hier direkt daneben, meinst du? So, okay, also da ist ganz viel Zeug drin. Da unten liegt noch irgendwas. Ha! Im Müll. Im Müll. 10.
Dankeschön. Ja. Hatten wir gerade erst. Langweilig. Ist das? Ein Schlüssel. Nee. Darts. Darts. Hier liege, hier steht noch ein Rewiring Tool. Ja, nehmen wir mit. Kostet ganz schön was. Da oben ist noch ein bisschen was. Hm. Also hier liegt jetzt nicht direkt ein Schlüssel irgendwie rum. Da liegt noch Geld. Das Geld liegt hier auf der Straße. Ja, in Dunwall. Man muss nur wissen, wie man es findet. Auf der Straße. So, okay, also hier ist... Ja gut, dann Pech. Wo da oben steht was auf der Klimaanlage drauf, ja, auf der Lüftung. Waren die Federn ja auch irgendwie. Irgendwie ein bisschen sinnlos, aber gut. Na gut. Abandoned... Mal da liegt auch irgendwas. Ja, das ist auch eine Münze. Ja, das will ich jetzt nicht haben. Hätte ich es nicht gesagt, hättest du jetzt nachgeguckt. Ja, weil du es gesagt hast, ist es mir so. Ich hab dich auch lieb, Dennis. Mhm. So, wir wollen zu Emily, die ist da oben. Gehen wir da mal hin. Da oben ist die. Nee. Das heißt also, wenn wir jetzt nicht... Hallo. Ihr gleich... Also, wenn wir gleich gesagt hätten, wir wollen schlafen gehen, hätten wir diesen Bohnenschaum niemals einsammeln können. Das stimmt. Gott, wie oft wir schon schlafen gegangen sind. Verdammt! Einfach viel weniger schlafen in den nächsten Jahren. Ja, das... Und im Spiel auch. Ja. Ja. Und überhaupt. So, ist hier noch irgendwas bei denen? Nee, die reden wieder nur über irgendeinen Quatsch. Da steht noch Zeug. Lady Emily Caldwell was abducted some 6 months past. At the moment of her mother's... Du bist aber jetzt kein Reaper, oder? Nein. Nein. Schlüssel! Schlüssel! Abandoned! Komm, sag mal, Yeah! Boat Charm! Love it! Und wir sind wieder auf Spur für das 100% Let's Play. Komm, denn Fabian spielt ja ganz bestimmt, wenn wir nicht aufnehmen, nochmal die Level. Ach, ich liebe es, Leuten irgendwas aufzudrücken. Nein, musst du natürlich nicht. Lach nicht, ich würde das glatt machen. Ach, scheiße. Du musst ja auch, glaube ich, gar nicht den ganzen Level spielen, oder? Muss, na ja, doch, wahrscheinlich, damit das annimmt, das Gespeicherte. So, soll ich jetzt erstmal den Bonschaum holen? Ja. Ich machen, oder? Ja. Wahrscheinlich endet diese Sequenz hier, wenn wir mit ihr reden. Muss ich da, muss ich raus. So. Links. Links, hast recht. Kommt selten vor, aber... Aber wenn es vorkommt, wenn, dann heftig. Richtig. So. Und rein da. Wir dürfen noch gar nicht in Abandoned Areas. Und jetzt ist alles voller Weepers und wir werden sterben. Ja, und ja, das hatten wir, glaube ich, in der hier gesehen. Nee, ist nicht. Und jetzt gibt es jede Menge Gratis-Elixiere. Einfach nur Kors. Was ist das? Socket of Health, ja, siehst du? Andere da Seite. Ist nix. Da ist der Bone Charm. Scavenger. You find ammo in greater amounts. Wir haben aber immer relativ viel. Ja. Das brauchen wir nicht anlegen. Vielleicht später mal, wenn wir mal ein Problem mit Ammo haben und irgendwo tief in den Tiefen einer unterirdischen Basis sind und da nicht rauskommen, können wir das ja mal machen. Na komm. Was ist das? Imperial King. Na und? 75. 50. 150! Oh, boah! Wir, bei der Preis ist heiß, wären wir total Versager, oder? Hast du es früher geguckt? Preis ist heiß. Ja, natürlich. Ja, gut, mit dieser. Okay, da bin ich voll reingelaufen. Wieso? Na, jetzt in die Beleidigung. Wieso war auch keine Beleidigung? Ich habe den Preis des Heißes gern geguckt. Ach so. Ich fand die Sendung voll super. Ah. Ich bin voll der Kapitalist, ich finde das klasse. Hallo? Entschuldigung, dann habe ich es falsch gemacht. Nein, ich beleidige dich doch nicht. Also wenn ich dich beleidige, wirst du es merken. Ah, also, okay. Oh, sofort merken. Nein! Ja, du willst ja jetzt nicht in die Tür. Da will ich auch hin. Ja, ich dachte nur... Kannst du die Tür hinter dir öffnen? Welche Tür? Hier ist keine Tür. Ach so, das ist verschweißt. Eingeschwitzt. Eingeschweißt. So, wo ging es hier raus? Hier ging es raus. Ui. Ja, so, bisschen Parkour und so. Ja, hier so. Durch die Tür mal. Gehen wir mal durch die Tür, bisschen Abwechslung. So, die steht da rum, die ist nicht heiß, der kriegt Dienstmädchen, Kostüm, egal. So. Ich habe schon gedacht, du willst auf sie zurennen und ihr einfach Messer in den Rücken rammen, weil sie nicht putzt. So, was mache ich mit Gia oder nicht mit fremden Leuten? Oh, Mann. So. Ja, die hier, ne? Hier, süßer. Lydia, was hast du zu sagen? Da steht sie plötzlich... La, die da, die da, die okay, da. Okay, die ist da, nicht da. Besonders klug, oder? Ja, die hat die ganze Zeit auf einer Stelle gekratzt. Also. Ja. Schläft Emily bei uns? Emily schläft in unserem Bett. Nein. Hä, aber ich wollte mit Emily rein. Wo ist sie denn? Ich glaube, das war einfach... Willst du noch irgendwo rumrennen?
Aha. Nett? 100, ja. Warum? Nee, 200. Waren zwei Goldbarren. Okay. As ja. you say. Ja, und dann halt nicht Emily. Na, da hat Emily, ey, wirklich? Ist sie hier in uns? Aber sollen wir sie jetzt suchen oder was? Also ich Nein, das war, mal. Das war wahrscheinlich einfach. Willst du jetzt noch rumlaufen oder willst du gleich ins Bett teleportiert werden? Ja, I see. Was uns im Bett erwartet. Was Corvo da jetzt noch macht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und mit mir. Mit Fabian, oh yeah. Aber ich bin auch dabei. Ich guck zu. Ich glaube, das taggen wir genauso. Zwei schnicke Jungs im Bett. Geil. Freu mich drauf. Macht's gut. Tschüss.